Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh winter. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Last Train Home. Man hat mich gefragt, ob ich das Spiel vorstellen möchte. Und ja, natürlich möchte ich es vorstellen. Ich hatte es auch schon auf meiner Wunschliste. Ich bin sozusagen ganz begierig darauf, das Spiel auf Herz und Nieren zu testen und euch zu zeigen. Auch wenn ich das kleine Problem habe, dass mein Freund, also der Epi, mir jetzt auf den Kopf steigt. Weil als ich nur den Namen erwähnt hatte, hat er direkt schon gesagt, warum hast du nicht auch wegen mir gefragt? Jetzt bin ich ganz traurig. Und er droht mit Scheidung, obwohl wir nicht verheiratet sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt einfach mal eine neue Reise beginnen. Ja, ich gehe mal auf Reisen starten. Ich lasse alles so. Během Velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy.
Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Ah, Hilfe, meine Maus hat mich verschoben. So, zum Bewegen ausgewählte Einheiten rechte Maustaste. Also wir wählen mal die hier aus. Ich denke mal sonst... Ah, nee, hier oben gibt's auch noch welche. Können wir die alle mitnehmen? Nö. Die vier sind unsere. Okay. Weiß jetzt nur nicht genau, wo wir hin müssen. Ich denke mal, dieses grünlich markierte. Oh. Ah, nee. Dobře, du tam. Ich dachte gerade, es ist eine Rakete, es ist nur ein Baum. Už du. Cítím dym. To nie je dobré. Rychle. Okay, wir müssen aber dahin. Du do krytu. Mliny jsou zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Ponáhľajte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. So, rechte Maustaste auch zum Sammeln. Achso, die müssen wir nicht wegschleppen. Okay, perfekt. Rozumím. Können wir sonst nichts mehr nehmen? Immer nur einen? Das können wir noch nehmen. Wieso läuft der jetzt alleine dahin? Hallo? Faule Säcke. Vojna sa skončila. Blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Ich würde jetzt mal spontan sagen, der Gegner würde es niederbrennen. Postaram sa o to. Herzlose Menschen, aber Krieg ist ja von Grund auf herzlos. Zaujímám pozici. Was haben wir da? Können wir das... Ah, da ist Nahrung. Holt euch die Nahrung. Was sind das? Das sind doch Äpfelbäume. Wieso können wir die Äpfelbäume eigentlich nicht... Also die Äpfel von den Äpfelbäumen eigentlich nicht mitnehmen? Kann ich das nicht gerade noch auswählen? Dobře, du tam. Myslíte, že je to mlinářův dům? Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Okay, öffnet das Tor. Tretet ein. Also tretet das Tor ein, wenn es sein muss. Niekto tam leží. Da liegt jemand. Wo? Was wie? Da. Rozumím. Přišli ste zabít i mne? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Okay, aber wir können ja auch nichts irgendwie klauen oder so, ne? Ich meine, Krieg ist ja... Wir brauchen Geld, wollte ich gerade schon sagen. Wir brauchen Nahrung und hier vorne können wir auch nichts mitnehmen, schade. Was ist denn? Können wir nicht hier so ein bisschen auf dem Feld vielleicht noch ernten? Das sieht doch... Sind das Kürbisse? Oh, man kann reinzoomen. Ah, wunderbar. Ja, aber es sieht sehr nach verbrannten Zeugs aus. Naja, gut, okay.
Dann werden wir uns mal aufmachen zum Auskundschaften. Ich muss mal eben was ausprobieren. Ja, perfekt, man kann es drehen. Warum nimmt eigentlich nur die Sanitäterin alles mit? Warum nimmt die anderen nichts mit? So, was ist jetzt besser, wenn wir hier rumgehen oder wenn wir anders rumgehen? Ich bin mir nicht sicher. Pošlite niekoho z ďaleko hľadu na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Könnt ihr mich hier mal nicht so erschrecken, bitte? Ich dachte, da kommt jetzt ein Angriff vom Gegner. Bring den Kundschafter her. Moment, wer von euch ist denn der Kundschafter überhaupt? Ich denk mal... Nee, das ist der Scharfschütze, oder? Vaše rozkazy, pane? Legionssoldat, Legionssoldat. Steht nicht drin, wer Kundschafter ist. Ich bringe euch mal alle dahin. So. Nee, Moment, dahin, oder? Hey! To červení zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Boho, vojak. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich am Anfang gehofft, dass wir die Russen spielen, aber ich meine, rozumím. Tschechien ist natürlich auch gut. Wir müssen hier unten hin. Moment, erreiche den Ausgangsbereich in der Nähe des Zuges. Das heißt, wir müssen quasi den Weg nochmal zurück. Nehme ich mal an. Alle, die was übersehen haben, dürfen jetzt den Rest einsammeln. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Was? Wir sollen Vogelscheuche zerstören? Echt jetzt? Postaram sa o to. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu. Matku všech čarodejnic. Menej reči, viac strieľania. Das ist aber ziemlich assi hier, ne? Die Vogelscheuchen zu zerschießen. Die haben auch Gefühle. Wobei, wo können wir denn eventuell noch welche finden? Ich weiß es nicht. Da müsste man ja wieder sowas wie einen Bauernhof oder so finden. Du dokrytu. Moment, hier unten rechts. Da ist noch eine. Utočím. Fällt gar nicht auf, wenn wir hier in der Nähe am Rumballern sind. Aber die hätte man doch jetzt vielleicht benutzen können und so tun können, als wäre das eine Person. Ich will noch eine Vogelscheuche. Da. Tomáš, Baba Jaga. Oh, ich habe da was gesehen. Der hat Handgranaten oder was? Sieht der mich auch? Bewege deine Soldaten am Ende. Erreiche den Ausgangsbereich in der Nähe des Zuges. Ja. Rozumím. Bin mir aber nicht sicher, das ist ein Gegner, oder? Obwohl, der macht nichts, wenn wir näher kommen. Dobře. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. So. Truppmitglieder im Ausgangsbereich. 4-4, das kann ich verlassen. Begib dich zum Ausgangsbereich, um die Missionen zu verlassen. Eigentlich will ich es nicht verlassen, aber ich denke mal, ich muss es machen, oder? Markiert den Ausgangsbereich. Ja, ich denke mal, ja. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Deine tapferen und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele erfolgreich abgeschlossen. Die Mission war, ein wenig Nahrung bei den Einheimischen zu beschaffen. Doch als wir ankamen, brennte die Mühle und Müller und seine Familie waren tot. Wir entdeckten den Trupp der Roten, der für das Verbrechen verantwortlich war. Doch Major Götzdick oder so entschied, eine Konfrontation zu vermeiden. Wir haben es versucht und geschafft. Ja, wunderbar. Das ist alles abgeschlossen. Tod zur Wahrheit und so weiter und so fort. Okay. Erhaltene Ressourcen, 30 Fleisch, 50 Stoff, 4 Kugeln oder was heißt das? Das wird uns nicht besonders viel helfen. Und 2 Gewehrmunition. Ich hoffe, es sind Päckchen und keine einzelnen Kugeln.
Die Reise beginnt. Als du und die andere mit leeren Händen in den Zug steigen, entbrennt eine Diskussion über die... Was heißt hier mit leeren Händen? Hallo, ich habe doch einiges geholt. Entbrennt eine Diskussion über die kürzlichen Ereignisse. Manche sind wütend, andere verunsichert. Du hingegen grübelst über deine neu erworbene Erfahrung als Anführer nach. Major Gazdik packt dich bei der Schulter und reißt dich aus deinen Gedanken. Das war gute Arbeit, Hauptmann, aber lass dich nicht zu Angebereien hinreißen und werde deiner Rolle gerecht. Heute hast du die Grundlagen als Anführer erworben. Nichts läuft jemals so, wie erwartet. Wir hätten die Roten nicht einfach laufen lassen dürfen. Sie müssen für ihre Taten bezahlen. Mord, Diebstahl und das Vernichten von Lebensmitteln. Unsere Übergangsregierung will, dass wir Konflikte vermeiden. Wir dürfen nicht einfach Urteile nach eigenem Ermessen fällen. Wir müssen unsere Befehle befolgen. Was? Seht nur, was sie ihren eigenen Leuten antun. Was glaubt ihr, werden sie mit uns anstellen, wenn wir uns ihnen in ihrem Land widersetzen? Unsere Truppe ist nicht gerade klein und es braut sich ein Bürgerkrieg zusammen. So, wir müssen neutral bleiben. Es sind Soldaten. Wir sind Soldaten und bevor... Achso, das ist die Antwort. Was hätte es für Konsequenzen, wenn wir auf frischer Tat beim Ermorden von Zivilisten ertappen? Naja, wir müssen neutral bleiben. Wir sind Soldaten und befolgen die Befehle, genau. Trotzdem glaube ich, dass sie abhauen würden, wenn wir uns ihnen stellen. Sie wären sicher begeistert, uns zu sehen. Sicher würden sie allen erzählen, dass tschechoslowakische Legionäre, böses Wort, eine ehrliche Müllers-Familie getötet, ihre Mühle niedergebrannt und alle Vorräte vernichtet haben. Ziehen wir dann weiter nach Moskau, wie geplant, oder müssen wir mit Ärger rechnen? Wir holen in Moskau meinen zukünftigen Berater an Bord, Hauptmann Langer. Er verhandelt gerade unsere sichere Weiterfahrt nach Vladivostok oder so. Hoffentlich tragen unsere Verhandlungen Früchte. Hoffen wir es, wo wir gerade von Früchten reden. Wir sollten dringend unsere Vorräte an einen der nächsten Bahnhöfe auffüllen. Wegtreten! Okay, dann fahren wir mal fort. Ah, okay, das müssen wir jetzt auch selber machen. Die Reise beginnt. Begib dich nach... Ich hoffe, ich muss es nicht aussprechen. Suchinichi. Um weitere Vorräte für die lange Reise zu beschaffen. Ich bin auch schon auf dem Weg, so wie es aussieht. Ah, man kann aber nah ran. So, oh, sehr schön. Lokstärke 5 von 9. Lagerkapazität 8. Okay, okay. Wenn ich rausgehe, sieht man nicht so viel. Und das ist unser Einsatzort. Ja, ich finde das aber cool, dass man hier auch mal so ein bisschen von der Umgebung sehen kann. Wir können ja auch ein bisschen vorfahren. Können wir auch schneller fahren? Nee. Ich ertrage das Gewicht meiner Handlung schweigend. Ein Dichter und Denker. Eine schicksalhafte Begegnung. Der Zug hält einige Dutzend Meter vor dem Bahnhof. Ein weiterer Zug versperrt den Weg. Als du und andere aus dem Zug aussteigen, werdet ihr mit ernster Stille und ein paar Gewehren begrüßt, die in der Nähe des Bahnhofs in eure Richtung gerichtet sind. Ein großgewachsener Offizier der Roten Armee geht auf dich zu, begleitet von zwei Soldaten. Sei gegrüßt, Legionäre. Mein Name ist Adam Morozov. Wer hat den Befehl über eure Einheit? Major Gazdik steigt aus dem Zug aus und schüttelt Morozovs Hand fest. Du siehst seine andere Hand, die auf dem Heft seines Grabenmessers ruht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er Ärger wittert. Und du weißt, dass er sich selten irrt. Major Otaka Gazdik, ich habe den Befehl über diesen Zug. Wem verdanke ich dieses Vergnügen, General? Morozov zeigt eine Mischung aus Belustigung und Genugtuung. Er ist sich offensichtlich nicht sicher, ob der Major seinen Rang an den Abzeichen auf seiner Uniform oder an seinen Ruf als Held des Großen Krieges erkannt hat. Das hier ist reiner Zufall. Ich habe in der Nähe Familie besucht. Trotzdem ist unsere Begegnung ein Glücksfall. Denn ich habe einen Vorschlag, der für beide Seiten von Interesse ist. Was wollen Sie, Morozov? Sagen Sie schon, ich bin ganz Ohr.
Und so sollte es auch sein, mein Freund, denn es liegt in meiner Macht, Ihnen sichere Durchreise durch Russland zu gewähren. Das ist doch das, was Sie wollen, oder nicht? Dafür müssen Sie uns nur Ihre Waffe übergeben. Sind die bescheuert? Unsere Waffen abgeben? An Sie? Sicher nicht. Sie werden sie wahrscheinlich nutzen, um damit auf uns zu schießen und dann den ganzen Bahnhof niederzubrennen. Ihre Legionäre sind nicht die Ersten, die hier durchkommen. Ihre Landsleute haben ihre Waffen ohne Zwischenfall übergeben. Um ihrer Soldaten willen, tun Sie, was ich verlange, oder Sie werden es bereuen. Oh, ich bin mir sicher, Sie beabsichtigen, uns unbeschadet mit einem vollen Bauch und glücklich unserer Wege ziehen zu lassen. Sie haben meine Antwort gehört, General. Geben Sie Schießbefehl oder machen Sie den Weg frei. Es ist Ihre Entscheidung. Morozov starrt Gazdik lautlos an. Ein paar Legionäre bewegen sich unruhig und nehmen ihre Gewehre zur Hand, die sie trotz der offensichtlichen Bedrohung bisher geschultert hatten. Dann hebt Morozov langsam seine Hände und lächelt. In seinem Gesichtsausdruck ist keine Spur von Täuschung zu erkennen. Er wirkt entspannt, beinahe zufrieden. Ich schätze Ihre Offenheit, Major. Ich schätze, wir beide wissen, wo wir stehen. Auf Wiedersehen. Mit einem höflichen Nicken wendet sich Morozov ab und steigt, gefolgt von seinen Soldaten, in den Zug der Roten und fährt ab. Alle sind ein wenig verunsichert. Die Abfahrt des Zuges gibt einen Blick auf den Bahnhof frei. Dort wartet eine Katastrophe. Die Reise beginnt. Ja, haben wir abgeschlossen und wir müssten jetzt die Mission starten. Einen neuen Trupp erstellen. Naja, ich habe ja nicht viele, womit ich einen Trupp erstellen kann. Oh doch, das sind sogar 5 Leute. Er ist sehr schwach und sehr tollpatschig. Ja, das ist doch toll. Das ist eine gute Kombination, wenn wir mitnehmen wollen. Aber das ist der einzige, der uns wahrscheinlich heilen kann. Also nehmen wir den auch mal mit. Dann haben wir einen, der ist arbeitseffizient. Sehr willensstark. Das ist immer gut, vor allem wenn man verletzt ist. Und nationalistisch. Freiheit, persönliche Verantwortung und Unabhängigkeit gelten als hohes Gut. Nationalisten unterstützen Entscheidungen, die die Nation bestärken. Kann Dialoge und andere Ereignisse erzählerisch beeinflussen. Ist natürlich nicht schlecht. Manche Entscheidungen beeinflussen die Moral. Ich würde mal sagen, nehmen wir mit oder können wir die alle mitnehmen? Ich gucke aber trotzdem mal. Der ist rücksichtslos. Zögern gilt als Zeichen von Schwäche. Gnade ebenfalls. Kann Dialoge auch beeinflussen. Ist monarchisch, glaubt, die Herrschaft des von Gott bestimmten Monarchen wird als beste Form für die Zukunft angesehen. Ach du Scheiße. Er soll intelligent sein, ist ein Jäger, Chance auf zusätzliche Nahrung aus Wäldern und Seen, das ist auch gut. Und er ist sehr scharfsichtig, erhöht die Trefferquote. Dann haben wir noch einen habgierigen Charakter. Das ist immer schlecht. Er ist sehr religiös. Ist sehr fokussiert, ist kräuterkundig und sehr krankheitsanfällig. Alle haben sie ihre sehr starken Nachteile, würde ich mal sagen. Ne? Dann die gute Magdalena. Sie ist humorvoll, glaubt an die Herrschaft von einem Gottbestimmten, ist charismatisch, hauswirtschaftlicher Natur. Warum ist sie da bei den Soldaten? Und ist schwach. Ja, natürlich, wir Frauen sind ja immer schwach, ne? Oder wie war das? Gut, nehmen wir dich noch mit, einmal bestätigen. Empfohlene Truppgröße 5. Ja gut, wir haben ja nicht mehr, die wir einsetzen können. Zack. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Mhm. Rozkazy? So, Moment. Suche in der Nähe nach Einheimischen. Rechts rum. Nein, ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich weiß, ich weiß. Was ist mit dem hier? Hier liegt eine Leiche, glaube ich. Hier liegen viele Leichen, okay. Zaujímám pozici. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Alter, muss das so laut sein? Jedes Mal erschrecke ich mich hier. Verarzte den verwundeten Zivilisten mit Hilfe. Die ist das, oder? Weil hier rechts steht nämlich. Moment. Wähle Sanitäter aus, um der Zivilperson zu helfen. Okay, Rozkazy? Der war aber vorher nicht dabei. Nicht? Hallo? Nicht die rechte Taste? Nie žaluj. Povídejte. Ano, pane. Moment, ich kann nicht, wähle die...
Heilfähigkeit bei der Zivilperson an. Postaram se o to. Ja, ach so, mit Z. Mit Z, okay. Холодает. Ano? Ja, Z? Du willst kein Z. Ich merke das schon. Halt einen verletzten Soldaten allmählich. Ja, ich möchte dich auch gerne heilen, wenn ich jetzt wüsste, wie. Also hier unten steht, ich soll Z drücken. Ich drücke Z, dann ist das aktiviert. Wenn ich Z darauf gedrückt halte, geht's nicht. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, geht's nicht. Die linke geht nicht. Dann kann ich ihn auswählen. Sanitäter, ist klar. Mit der Kampf... Moment. Kampffähigkeit heilen. Können Sanitäter verbündete Leben wiederherstellen. Anleitung. mit der Fähigkeit heilen, das haben wir schon. Sie kann außerdem verwendet werden, um Soldaten wiederzubeleben. Um verwundete Charaktere zu behandeln, wähle einen Soldaten mit der Kampfrolle Sanitäter und anschließend die Kampffähigkeit heilen aus. Habe ich gemacht. Wähle zum Schluss noch den Charakter aus, den du heilen möchtest. Ja. Kann ich weder mit rechts noch mit links auswählen. Um diese Kampffähigkeit zu aktivieren, ist ein Sanitätskasten erforderlich. Ah. Ah. Hat er denn einen Sanitätskasten? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Haben wir einen Sanitätskasten? Moment, heilen? Aha, aha. Okay, der Typ hat offenbar keinen Sanitätskasten, der hier. Ich weiß zwar nicht genau, woran ich das jetzt sehe. Ich sehe nämlich jetzt hier kein Symbol. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Sme československí legionári na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme i zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo támhle. So, erwirbt das Reparaturset. Was, wie, wo kriege ich das? Hier unten ist das das Reparaturset? Oder ist das zurück zur Herde? Ich denke mal eher das zurück zur Herde, oder? Zum Ausgangsbereich eskortierte Legionäre. Können wir den Zivilisten jetzt auch mitnehmen? Nee. So, Moment. Sanitätskasten. Čekám. Kannst du den nehmen? Podíváme se, co je uvnitř. Hledám kryt. Ich hoffe mal, dass der jetzt trotzdem noch einen hat. Ano? Weil ich kann es nicht so ganz... Oder ist das hier... Nee, gültig. Okay, das ist nicht der Sanitätskasten. Was können wir denn hier machen? Können wir auch in die Häuser reingehen, theoretisch? Ich nehme mal eben den ganzen Wust hier mit. Nee, aber hier können wir so nicht rein, so wie es aussieht, ja? Wie die Nepsitelle. Oh. Oh, was ist mit denen? Keine. Doch, die haben Waffen. Kommt mal mit, Jungs. Der Sanitäter geht mal nach hinten. Ihr seid doch total verblödet. Posloucham! Ja, to zvládnu. Myslím, že to byl poslední. Ano? Už jdu! Den lassen wir jetzt einfach hier stehen, oder was? Okay. Wir müssen hier oben den Weg rum, würde ich jetzt sagen. Dann gehen wir mal hier rum. Können wir auch nichts holen, ne? Jdu do krytu. Wir haben einen Abtrünnigen, der einfach übers Feld läuft. Postaram se o to. Ist das ein Priester hier?
Sieht so aus, ne? Ja, ist auch eine Küche. Hätte ich auch vorher sehen können. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Ano, pane. Moment, Moment, Moment. Wo müssen wir stürmen? Hier. Dieser Gegner ist durch harte Deckung geschützt. Okay, setze den Bajonettenangriffen des Gewehrschützen ein. Gewehrschützen, Gewehrschützen. Už jdu. Poslouchám. Kto zjes? Já to zvládnu. Zaměřuju! Komm schon. Jdu do útoku! Útočím! Alter, treff doch mal. Ihr anderen dürft auch gerne mal schießen. Mein Gott, wie lange warten die bitte, bis sie schießen? Okay, Moment. Dich reparieren wir, wollte ich gerade sagen. Genau. Du auch einmal. Zack. Das sieht so komisch aus. Ich dachte gerade, das wäre Busch. Ach so, ja, wir hätten, glaube ich, eine Handgranate gehabt, wenn ich das richtig sehe. Aber gut, wir warten jetzt erstmal. Der Typ muss wohl auch nochmal, mal verletzt werden, wollte ich gerade sagen. Mal eben, geheilt werden. So, Mann, es tut mir leid, ich habe heute tierische Migräne, aber ich habe mich so auf das Spiel gefreut, dass ich trotzdem aufnehmen wollte. Deswegen, also wenn ich mal auf ein paar vereinzelte Wörter nicht komme, dann seht es mir bitte nach. Das macht gerade die Konzentration. Deswegen habe ich auch keine Kamera an. Ich sitze hier mal wieder mit meinen Eisklumpen hier auf dem Kopf. Dobře, du tam. Deswegen, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Kriegsverletzter. Ich habe ja auch überall die Wickel. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Gewehrschüsse für den... Okay. Lerne unentdeckt zu töten. Ja, würde ich gerne lernen. Wie denn? Achso, hier, Lautlosmodus benutzen. So, Moment. Nicht jeder Gegner muss angegriffen werden. Ganz im Gegenteil. Oft ist es sogar sinnvoll, Gegnern aus dem Weg zu gehen. Jetzt dürfen wir Assassine spielen, wenn ich das richtig verstehe. Damit sparst du Munition und verringerst das Risiko, eigene Soldaten zu verlieren. Wechselst du in den Lautlos-Bewegungsmodus, ducken sich ausgewählte Soldaten und bewegen sich dann vorwärts. So sind sie zwar langsamer, dafür aber lautlos. Im Lautlos-Modus greifen Soldaten nicht automatisch an, können aber auf Befehl eine lautlose Eliminierung ausführen. Denk daran, dass der Lautlos-Modus keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit der Soldaten hat. Also immer von hinten annähern, nehme ich mal an, soll das heißen. Und wichtige Stellungen in dem Modus nicht eingenommen oder umkämpft werden können. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich dann angreifen kann. Moment. Lautlos-Modus. Zack. Ihr seid jetzt alle im Lautlos-Modus. Also angreifen mit U. Ah, okay. Gut, Moment. Dann, ich weiß nicht, ob die anderen mich sehen können. Nehmen jetzt mal einfach den Typen hier. Der ist ja noch im Lautlos-Modus. Ich hoffe, das ist nur einer, der da ist. Dass wir jetzt hier nicht entdeckt werden. Vidí mě, priatelia. Kann er da runter? Dein Ernst. Jetzt muss der da den langen Weg nehmen. Ano, pane. Alter, schleich dich ran. Komm, schleich dich ran. Rozumiem. Der sieht dich nicht. Der hat zwar einen riesen Blickfeld, aber der sieht dich nicht. Erstes lautloses Opfer. Ich habe meine erste Errungenschaft. der ist aber doch im Lautlosmodus, ja. Okay, dann, Jungs und Mädels. Wir müssen auf... Rücken. Sarah, ich kann nicht mehr reden heute. So, Moment. Ihr stellt euch mal da unten hin. Pripraveni. Rozumiem. Das Problem ist, wenn wir jetzt mit zwei angreifen. Hallo?
In der taktischen Ansicht kannst du wichtige Informationen überprüfen und die nächsten Schritte planen. Okay. Du kannst das Spiel mit der Option taktische Ansicht Leertaste drücken, während einer Mission anhalten. Also Pause quasi mit der Leertaste. Die Spielzeit wird pausiert. Danke. Und du kannst Soldaten befehlen, sich zu rühren oder bereits erteilte Befehlswarteschlangen ansehen. Die Übersicht oben am Bildschirm zeigt die Kampfausrüstung, die die Soldaten aus dem Zug mitgebracht haben, sowie während der Mission gesammelte Gegenstände. Fahre mit dem Cursor über deine Soldaten, um ihre Reichweite anzusehen. Wird fortgesetzt durch erneutes Drücken der Leertaste. Okay, also theoretisch. Zum Heilen Verwundeter sind aber nur die beiden hier, wenn ich das richtig sehe, ne? So, Moment, theoretisch. Du bleibst jetzt hier. Junge, bleib doch mal hier stehen. Nehmen wir den, wenn ich den immer auswählen könnte. So. Du kommst mit nach hier vorne. So. Ich hoffe, das geht jetzt gut. du greifst den an und du versuchst gleichzeitig den anzugreifen. Aber im Lautlosmodus. Ich hoffe, die machen das jetzt auch richtig. Mal schauen. Es kann jetzt nur... Ich will es nicht aussprechen. Dobre. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Es ist besser gelaufen, als ich gedacht hatte. Ich bin stolz auf mich selber. Darf ich ja auch mal sein. Hallo? So, zum Erhalten des Reparatursets. Zack. Postaram sa o to. Rozumím. Nimm das Set jetzt an. Našla sem opravárskou sadu. Zum Heilen des verwundeten Soldaten. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Wir dürfen uns nicht heilen. Nee, aber eigentlich haben wir gar keine Verwundeten, oder? Obwohl doch, die beiden sind doch eigentlich. Der hier? Nee, to nejde. Nee? Zde. To nejde. Čekám na rozkazy. Njet kenne ich jetzt eigentlich nur von den Russen. Aber wir spielen doch jetzt Tschechische. Ich bin verwirrt. Repariere die Brücke mit dem Reparaturset. Ich kann nicht mehr reden heute. Es ist schlimm. Postaram se o to. Wer von euch repariert? Ist mir egal. Ano, pane. Also er hat sich das geschnappt, okay? Jetzt muss der arme Kerl alleine die Brücke reparieren. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Okay. Doch noch nicht so. Hned tam budu. Ja, die Frage ist jetzt... Bleib innerhalb des Bereichs, um den Turm lautlos einzunehmen. Im Lautlosmodus kannst du keine strategischen Punkte einnehmen. Also, ich muss dann da aus dem Lautlosmodus rausgehen, wenn ich das richtig verstehe. Du. Damit ich den einnehmen kann. So verstehe ich das jetzt. Aber da ist doch gar keiner drin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Bleibe innerhalb des Bereichs. Wir sind ja angeblich lautlos. Postaram se o to. Ano, pane. Bajonettangrifffähigkeit. Ah, Moment. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Bajonettangriffe sind vor allem gegen in Deckung liegende Gegner wirksam. Wähle für einen Bajonettangriff einen Soldaten mit der Kampfrolle, also mit den zwei Pistolen, Gewehrschütze aus. Und anschließend die Fähigkeit Bajonettangriff. Das sieht wie so eine Harpune aus. Wähle zuletzt noch eine gegnerische Einheit aus. Ja, aber da ist doch gar keine gegnerische Einheit drin gewesen, oder? Dein Gewehrschütze wird daraufhin auf sein Ziel zustürmen und einer gegnerischen Einheit in dem Gebiet massiv Nahkampfschaden zufügen. Sie bevorzugen Gegner im Einsatz und in Deckung. Sie greifen keine Maschinen an oder Soldaten, die solche bedienen. Bei dieser Art von Sturmangriff erhalten deine Soldaten einen Boost auf Geschwindigkeit, Verteidigung, Nahkampfattribute sowie Immunität gegen gegnerische Nahkampfangriffe. Nach dem Ausführen eines Bajonettangriffs musst du eine Weile warten, bis du ihn erneut ausführen kannst. Okay. Du sollst da rein. So, du auch. Und du bist der, den ich brauche. Bajonett war das hier. Zack. Und ich habe es jetzt so verstanden, dass ich das hier oben hin machen soll.
Jdeme! Jasná věc. Jo. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, aber... To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostraneckou muníciu. Musíme jich zastavit. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Okay, ich glaube, die erste Folge wird wirklich ein bisschen länger werden, weil wir das Tutorial auch nur mit dran hatten. Lastwagen zerstört. Du kommst erstmal runter, bitte. Ach, du bist schon unten. Ano? Kann man hier eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Das hat er jetzt automatisch gemacht. Jage die Lastwagen hoch. Moment, Moment, wir müssen wieder durchlesen. Dachte ich mir schon mit Granaten. Granaten verfügen über einen bestimmten Sprengradius und sind besonders wirksam gegen Fahrzeuge und gegnerische Einheiten, die in Deckung liegen. Um eine Granate zu werfen, wähle einen Soldaten mit Kampfrolle, ja, Granate, und anschließend die Kampffähigkeit Granate aus. Wähle dann noch den Ort aus, an dem die Granate landen soll. Die Distanz, über die die Granate geworfen werden kann, hängt vom Fitnessattribut des Nutzers ab. Um diese Kampffähigkeit zu aktivieren, ist eine Granate erforderlich. Echt? Ich dachte, das geht auch ohne. Pro Einsatz wird eine Granate benötigt. Nach einer kurzen Abklingzeit kann die Fähigkeit erneut verwendet werden. Okay. Die stehen jetzt relativ nah beieinander. Ich gucke nur mal eben, wie die das machen. Der hat jetzt auf einen Wagen geschossen. Oder geworfen, besser gesagt. Und da ist auch nur einer kaputt gegangen. Hm. Wir sollen aber zwei Lastwagen kaputt machen. Jetzt ist das natürlich... Ihr sollt immer noch lautlos sein, Jungs, ne? So ist euch hoffentlich klar. Geht mal hier runter. Da sind Gegner drin. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, wenn die so blau sind. Heißt das, der will die angreifen, oder... Was bist du denn für einer? Du bist in Tarn. Ja, super. Heißt das, du bist auf unserer Seite oder nicht? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich denke mal, alles, was nicht rot ist, können wir mitreden. Er sagt jetzt, ey Jungs, ich wollte gerade angreifen. Nimm meine Granaten, dann geht's besser. Ja, die machen auch nichts gerade. Okay. Kann ich den auch nehmen? So, Moment, ich muss ja beide zerstören, ne? Dann mache ich das jetzt da drauf. Und direkt da drauf. Wobei da eigentlich stand, ich kann das nicht so schnell benutzen, ne? Dann muss ich das erstmal... Ja, dann war das jetzt eigentlich egal mit dem... Huh! Ach, sind sogar beide hoch. Ja, super. Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Nö. Aber vielleicht kriegen wir noch eins. Betreibt Aufklärung im Gebiet jenseits der Brücke. Aufklärungsfähigkeit. Der mit dem Fernglas. Aber ich meine, ich habe keins. Mit Hilfe von Aufklärung kann deine Einheit Gebiete erkunden und weitere entfernte Gelände enthüllen, die noch von Kriegsnebel verdeckt werden. Dazu willst du einen Soldaten mit Kampfrolle, ach so, das ist gar kein Scharfschütze, Kundschafter und anschließend die Kampffähigkeit Aufklärung aus. Wähle dann noch einen Ort aus, den du aufklären willst. Ein Teil des Kriegsnebels löst sich auf und du kannst potenzielle Bedrohungen erkennen. Die Fähigkeit bleibt aktiv, bis sie abgebrochen wird. Diese Kampffähigkeit ist ein- und ausschaltbar. Bei Bewegung wird die Aufklärungsfähigkeit automatisch deaktiviert. Okay. Okay, Moment. Dann gehen wir aber alle zusammen. Können wir euch auch mitnehmen? Wir können euch auch mitnehmen. So schön. Das ist doch schön. Wer von euch hatte denn jetzt du? Du bist der Typ. So, komm mal mit nach hier. Weil ich denke mal, du musst ein bisschen näher rangehen. So. Dann guck mal, was hier hinten ist. Mach die Augen wieder zu. Ich will gar nicht mehr wissen, was hier hinten ist. Zum Aus... Vidí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Bringe das Maschinengewehr in Stellung, bevor der Gegner eintrifft. Wollt ihr mich verarschen? Wie denn? Was? Wie? Wo? Ich muss erstmal eben Pause machen. Fähigkeit konzentriertes Feuer.
Mit der Defensivtaktik konzentriertes Feuer kannst du ein bestimmtes Gebiet unter Beschuss nehmen. Also dann die Brücke, nehme ich an. Normalerweise handelt es sich dabei um eine vermutete Richtung für einen gegnerischen Angriff. Um konzentriertes Feuer einzusetzen, musst du einen Soldaten mit Kampfrolle... Achso. MG-Schütze, also der mit den vielen Patronen, wählen und dann die Kampffähigkeit konzentriertes Feuer nutzen. Wähle anschließend noch einen Bereich aus, den du abdecken willst. Obwohl der Einsatz von konzentriertes Feuer länger dauert, erhalten Soldaten, die diese Fähigkeiten einsetzen, einen erheblichen Boost auf Reichweite und Präzision. Bedenke dabei, dass die Deaktivierung von konzentriertes Feuer ebenfalls Zeit beansprucht. Wenn du deine Stellung aufgeben musst, du kannst die... Achso, ja, verstehe, weil das aufbauen muss und abbauen muss, nehme ich mal an. Du kannst die Richtung, in die der MG-Schütze blickt, mit dem Befehl drehen, in der Befehlsleiste unten rechts ändern. Diese besondere Kampffähigkeit ist ein- und ausschaltbar. Ja, die Frage ist jetzt... Ach nee, das sah nur so aus, als ob von da oben jetzt jemand kommt, weil die kommen jetzt darüber, ne, wenn ich das richtig verstehe. Okay, wo haben wir denn hier... Wo haben wir denn hier den Typen? Die sollen alle nach da. Und du sollst, das war das, ne? Konzentriertes Feuer am besten hier hinterstellen. Aber obwohl, der soll es ja hier hinstellen. Roskodam. Da hinstellen. So. Du darfst dich auch gerne bewegen. Ano? Alter, mach doch das, was ich sage. Nee, das bist du. Doch, das ist er. Nee, hä? Poslouchám, pane. Wo ist der Typ jetzt hin? Junge! Vaše rozkazy, pane. Du sollst nach hier vorne. Pane, vyrážám. Ja komm, los, zack, zack. Stell dich da... Also der muss erstmal dahin und dann muss er das konzentrierte Feuer machen, oder wie? Und kann ich den nicht hier hinstellen? Da ist er doch wenigstens ein bisschen... Rozkladám. So. Tusu! Braňte sa! Hannibal vor den Toren. Meine jetzt das, was ich denke. Sontu. Schalte alle Angreifer aus. Okay. Hľadám kryt. Vrátáko, brace! Idem do útoku! Oh, haben die so eine kleine Reichweite? Hallo, mach den doch mal kaputt! Podľa rozkazu. Geht mal weiter. Der Typ hat das bestimmt schon unter Kontrolle hier. Zieli po mne. Počúvam. Útočím. Der soll schießen! Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostrelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Postarám se o to. Also, halt, halt, so. Na komm, budeš so. Žít. Ano. No, du musst den da machen. Je to jen škrábnutí. Halt euch erstmal hier. Vernichte die gegnerische Stellung mit einem Artillerieschlag. Ich sage, ich stolper heute über meine eigene Zunge. Es ist schlimm. Aber es hat tatsächlich mit meiner Migräne zu tun. So ist der an. Ach so. Ach so. Ich meine, du musst den da auch noch heilen. Der kann auch nur noch einmal heilen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So, du geh mal aus deiner Stellung hier raus, so. Ano. To je lepšia možnosť. Einmal weiter hier. Ich weiß nicht, wo die... Achso, da hinten. Lautlos. Mach das mal lautlos. Ja, kommt hier lautlos drüber. Ano, pane. Können die das nicht machen? Wieso können die nicht lautlos... Die können gar nicht über die Brücke rüber. Hä? Hallo? Ano, pane. Leute, ihr müsst nur über die Brücke gehen. Mehr müsst ihr nicht machen. Ach so. Oder... Ach so. Moment, Moment. Ich hab's nicht gelesen. Jetzt kommt doch bestimmt... Klar, Attele. Ich hab's auch noch gesagt und ich hab natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, genau.
Steht der Artillerieschlag zur Verfügung, kann er den Krieg wirksam unterstützen und sogar starke gegnerische Stellungen mit Leichtigkeit ausschalten. Allerdings ist der Einsatz durch die Zahl der Schläge und der Zeitverzögerung zwischen einzelnen Schlägen begrenzt. Außerdem kann er nicht im Kriegsnebel eingesetzt werden. Artillerieschläge werden über das Symbol am unteren rechten Bildschirmrand aktiviert. Alle folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen Artillerieschlag ausführen zu können. Der Missionsbereich muss für einen Artillerieschlag zur Verfügung stehen. Der Zug muss über einen Artilleriewagen verfügen. Macht der Zug das jetzt oder was? Geschützposten im Artilleriewagen müssen bemannt sein. Im Zuginventar muss ein ausreichender Vorrat an Artilleriegranaten vorhanden sein. Mein Gott. Ja, aber Moment, jetzt habe ich den Teil, glaube ich, überlesen, wie man das... Ah, nee, ich war noch nicht... Oder? Nee, jetzt bin ich in der Deckung. Moment. Artillerieschlag. Hier unten steht er. Ah, okay, das ist das Zeichen. Gut. Okay, dann würde ich sagen... Sorry wegen der Zivilisten, aber wir gehen hier ran. Aha, alle lieben Feuerwerk. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Ja, die Dorfbewohner sind tot. Da waren ja auch ein oder zwei dabei. Was soll man sagen, ne? Die sind jetzt durch unsere Hand gestorben. Schön war das nicht. Ich meine, es ist ein Spiel. Im Spiel ist alles egal, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich vorstellt, dass das irgendwo auch nur ansatzweise real wäre, ist es natürlich... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Komm, einer von euch muss das einsammeln. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. To je uhlie. Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Darf ich jetzt? tak ja, noch to vypáčím. Ich hoffe jetzt nicht, dass die um die Ecke stehen und... Hier sind nur Leichen. Ah, doch, da ist noch Stoff. Komm, lauf schneller! Ich hoffe, dass da hinten niemand ist, der ihn jetzt abknallt hier. Ah, hier ist auch noch was. Sehr schön. Das nehmen wir auch noch mit. Wie der das alles in seinen kleinen Rucksack da hinten reinkriegt, ich habe keine Ahnung. Aber Hauptsache, das läuft hier, ne? So, wir müssen nach oben. Ich muss mal gucken hier wegen der Karte, aber das, was ist denn das Weiße hier unten? Ach, Moment. Ach, Treibstoff. Ha, das heißt, wir haben vorher noch was vergessen einzusammeln. Ja, dann lauf doch mal kurz zurück. Wir wollen ja auch alles haben, ne? Ich weiß, wir müssen nach oben, aber wir müssen noch mal ganz kurz hier drüber. Die gute Gameplayerin hat mal wieder was unterwegs vergessen. Ihr ist was aus der Tasche gefallen, sozusagen. Ah! Okay, wir können die Sprenggranaten mitnehmen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Wer möchte die Sprenggranaten haben? Er möchte sie mitnehmen, okay? Was ist mit dem armen Kerl hier? Der ist verletzt. Ich weiß, aber eigentlich ist er ja geheilt worden. Naja, egal. Wir können weitergehen. Wir haben jetzt alles dabei. Ich muss ja erstmal auch die Symbole und alles hier kennenlernen. Ne? Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Bisher, ich will es jetzt nicht verschreien. Bisher finde ich es aber noch richtig, richtig cool. Auch so dieses, man kann so richtig reinzoomen und so. Ne? Das, obwohl es ja eigentlich ein Taktikspiel ist. Also logischerweise dann auch wieder rauszoomen. Finde ich auch richtig geil gemacht. Okay, da oben ist irgendwas Blaues. Das ist, glaube ich, unser Zielort, ja. Ich
Wusstest Tak doch. Ja, to vypáčím. Gewehrmunition nehmen wir natürlich auch mit. Ich würde doch am liebsten die ganzen Sonnenblumen mitnehmen nebenbei. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Som na ceste. So, dann hierhin, Jungs. Oder Ano, hierhin. Pani. So, Leute. Ach so, das sind die, die ich eskortiert habe. Ja, ja, okay. Ich dachte gerade schon, wieso bleiben die nicht stehen? So, Soldaten, die sich aus... Oh, oh, oh. Kommt mal alle schön hier rein. Ich dachte, die werden vom Zug überfahren, wenn die hier drin stehen. Aber ich glaube, wir machen das doch lieber so. Ein Moment. Missionsziele abschließen, um Missionen zu beenden und Belohnungen zu erhalten. Ja, das ist ja das, was wir eben auch schon gemacht haben. Das müssen wir eigentlich jetzt nicht... Protokoll. Ja, das haben wir ja im Tutorial schon gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt auch alle hier. Er sagt auf jeden Fall nichts mehr, also ja. Sieg! Deine tapferen und widerstandsfähigen Soldaten haben alle Hauptziele abgeschlossen. Major Gatzdick schickte uns aus, um ein Dorf vor uns auszukundschaften. Wir entdeckten, dass die Ruten die Dorfbewohner niedergemetzelt und alles geplündert hatten. Wir erwischten sie sogar bei den Vorbereitungen für einen Hinterhalt für unseren Zug. Also mussten wir uns um sie kümmern. Wir haben es versucht und geschafft. Nein, nicht neu starten. Hilfe. Nicht falsch drücken. Ich kann aber nur neu starten. Ach so, Medaillen zuweisen. Kann ich allen eine Medaille geben? Ich weiß es nicht. Wem möchte ich denn eine Medaille geben? Die Magdalena. Die hat das doch toll gemacht. Komm, ich gebe ihr eine Medaille. Kann ich ihm auch eine Medaille geben? Ich muss drei. Okay. So, das heißt, sie ist jetzt ein Level höher. Was natürlich nicht schlecht ist. Was aber vielleicht jetzt doof war von mir. Warte mal. Das war der Sprengstoff. Das war der Kundschafter. Der ist vielleicht ganz gut, wenn der aufsteigt, damit er vielleicht ein größeres Gebiet machen kann. Das war der MG-Schütz. Ich glaube, der wäre auch noch ganz wichtig, wenn er einen Aufstieg hätte. Ja, machen wir es mal so. Okay, Truppziele erreicht. Weiter. Das hätten wir wahrscheinlich jetzt alles nochmal durchlesen können. Aber ich habe mir gedacht, nur ist das Gleiche, was wir im Tutorial schon gemacht haben. Also nicht lesen, ne? So, wir haben einiges an Ausrüstung gefunden. Sehr schön. Eine schicksalshafte Begegnung. Ja, ich würde aber sagen, dass wir hier tatsächlich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir sind jetzt schon eine Stunde dran und ich bin mir nicht sicher, wie ich das mache, ob ich das jetzt so als erste Folge die Stunde lasse. Das wäre vielleicht ganz gut, weil das Tutorial alleine war, glaube ich, nur eine Viertelstunde oder so. Und ja, ich will das jetzt auch nicht mittendrin irgendwie cutten. Deswegen, dann kommt ihr in den vollen Genuss, direkt die erste fast Stunde miterlebt zu haben. Und den Rest von der Story erleben wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.